Hey Plattenfreunde, Guidos Plattenkiste. Ja, der dritte Teil der Funky Reihe jetzt mal wieder. Und ich weiß gar nicht, warum ich immer so spreche letzten Endes. Hat meine Frau mir auch gesagt, ich bin ja kein Amerikaner oder irgendwie sowas. Ne? Der Reihe, natürlich. Ne? Der Funky Reihe. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ne? Es hat ja wieder mal ein bisschen gedauert. Hat aber auch das damit zu tun, da irgendwie, es ist so warm und irgendwie sowas. Ne? Und da höre ich auch lieber gerne Musik. Hab mir auch zwei schöne neue gekauft. Die habe ich natürlich jetzt unten stehen. Die mit mir machen wir das aber nächstes Mal irgendwann oder sowas. Ich bin da momentan, habe ich auch schon gesagt, irgendwie letztes Mal schon irgendwie so neue Kaufer momentan. Macht auch Spaß, irgendwie sowas. Mal eine andere Geschichte. Ne? Ich grüße euch auf jeden Fall zu dieser neuen Geschichte. Und deswegen ziehen wir es jetzt mal recht schnell durch. Bin da etwas angenervt, irgendwie so. Das muss ich auch nochmal irgendwie sagen, hier von YouTube. Oder irgendwie so, das mit diesen Anspielergeschichten und irgendwie sowas. Ich finde es ja eigentlich relativ cool, wenn man so ein bisschen Mucke dabei mal hören kann oder irgendwie sowas. Aber es ist tatsächlich so, Prince hat mir dann den Rest gegeben, irgendwie sowas. Hat man mein Eisenhart komplett weltweit gesperrt. Also sowas von lächerlich. Also das fällt mir dazu nicht ein. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht mehr. Das ist mir zu blöd. Weil der Aufwand ist natürlich schon ein bisschen mehr mit dem Anspielen, den Hörbeispielen oder sowas. Und wenn das dann auch irgendwie die ganze Zeit dann irgendwie, da muss man sich auch rechtfertigen oder sowas, weil ich finde das eigentlich, ich weiß nicht, was das sollen. Als wenn da einer diese 30 Sekunden oder 45 Sekunden von mir für irgendwas genutzt hat, was soll denn der ganze Quatsch? Ich habe nichts davon, nur der Künstler hat letzten Endes was davon. Gut, Prince kennt man natürlich oder so, aber also ich finde es einfach bescheuern dementsprechend. Tut mir leid, das ziehen wir so nicht mehr durch, das ist mir zu viel. Lassen wir es. Aber heute geht's wieder funky weiter und zwar mit einer richtig geilen Band, nämlich ist das White Cherry. Und wer kennt das nicht? Play That Funky Music war damals der ganz, ganz große Hit. Robert Parisi, der Leadsänger, glaube ich, gewesen. Wahnsinnig geile Scheibe. Ich muss selber erstmal gucken, wo die Jungs überhaupt noch herkommen. Ich glaube, die kam aus Cleveland oder irgendwie so. Bin gar nicht ganz sicher. Die Scheibe selber ist aus dem Jahre, bla bla bla, 1976, ja, von der allerschönsten, feinsten Zeit. Blubber, blubber, Hirsebrei, was soll ich dazu sagen? Normalerweise würde ich sagen, ziehen wir uns hier jetzt mal rein. Play That Funky Music ist echt Play That Funky Music, ne? Bitte. Ja, geile Scheibe, kann ich nicht anders sagen. Und wir ziehen das jetzt richtig durch und zwar geht es weiter. Zwei Platten hier nochmal wieder von einer meiner Lieblingskombo. Auch letztes Mal ganz kurz vorgestellt. Kennen wir auch im Prinzip irgendwie alle. Ne? Letzten Endes ist das Glenn Murdoch und Joyce Kennedy, Mother's Finest. Kommen, glaube ich, weiß es gar nicht, kommen die aus New York oder irgendwie so, weiß ich schon gar nicht mehr. Sind wir komplett raus. Ist auch ein, glaube ich, gar nicht so dramatisch. Schönes Ehepaar gewesen, geile Mucke, geile Sängerin. Schöne Mischung aus, ein bisschen funky Stuff, angerockt letzten Endes. Ne? Die haben es echt in sich. Mother's Finest, selbstbetiteltes Album Nummer 2. Nicht das Debüt, sondern die heißt auch Mother's Finest. Das ist Nummer 2, Mother's Finest. Und dies ist eine Scheibe aus dem Jahre 76. Ich glaube, angefangen sind die 72. Hat dann, glaube ich, ziemlich lange gedauert, bis da was Neues kam, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall, die knallen so eigentlich alles rein, was es irgendwie so gibt. Das finde ich richtig, richtig cool. Und dementsprechend, nur freue mich darüber, ne? Dass es Mother's Finest. Und weil das so schön ist, habe ich ja noch eine Mother's Finest. Ne? Das ist nämlich die hier. Ne? One Mother to Another heißt das ganze Ding. Das ist schon ein bisschen spätere Scheibe von Mother's Finest aus dem Jahre 1983. Ist ja relativ neu, wenn man das eigentlich so will. Da geht es dann auch schon so ein bisschen, na gut, ein bisschen rockiger zu, das Ganze. Ne? Der Funk ist so ein bisschen da eingeschlafen. Natürlich ist er immer noch geil da. Aber einfach ein bisschen rockigere Scheibe. Ne? Mother's Finest. One Mother to Another. Ratzi Fatzi, so soll das nämlich sein. Da wollen wir uns nicht langweilen hier. Ne? Kelvinator habe ich jetzt hier. Und zwar ist das der Mann Kelvin. Wie heißt er denn nochmal? Steht hier irgendwo drauf? Kelvin Bell, genau, berühmter Gitarrist, irgendwie, das ist der gute Mann hier in der Mitte mit den Dreadlocks, sehr interessanter Typ. Geile Band im Prinzip, auch so eine Mischung aus Jazz, Funk, irgendwie Funky Jazz, Funk oder so, von dem Blue Heron, Heroi, wie heißt das Label? Blue, ach, Hannibal hier drauf, ne, okay. Ne, Blue Heroi, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. 86 aufgenommen, ist auch letzten Endes wurscht. Ein bisschen unbekannt im Prinzip, außer Kelvin Bell. Den kennt man schon, weil der, wie gesagt, schon eine ziemlich gute funky Gitarre spielt. Auch ein recht guter Sänger ist, finde ich. Ne? Ansonsten kannte ich die vorher nicht. Ich habe jetzt Funk it up. Und ich glaube, die haben nicht allzu viele gemacht. 3, 4 Stück oder irgendwas. Ne? Machen wir hier. Okay, so, so.
Und ein cooler Soundtrack natürlich noch. Irgendwie das muss natürlich auch sein aus der Blaxploitation-Zeit. Und zwar ist das von Happy Record Fox Black Fist. Und Black Fist ist natürlich auch ziemlich cool aus dem Jahre, ich glaube, 83, 82, Quatsch, 70. 77, sorry, 77. Und das ist ein geiles Plakat damals gewesen, geiles Cover, schöne Scheibe hier, mehrere Leute drauf. Geraldine Kane, Jesse James, Paul Humphreys, Sam and Just Us, Velvet Fire. Sind jetzt für mich nicht so bekannt, aber es ist eine schöne Scheibe. Ich freue mich da immer drüber. Was soll ich dazu sagen? Die muss man auch einfach mal ein bisschen hören. Ich rede in Zeit sorry. Und weiter geht's mit coolem funky Stuff hier. Und zwar ist das Osiris. Und das ist nämlich, wie heißt der gute Mann nochmal? Osiris Marsh heißt der gute Mann. Und den kannte ich vorher auch überhaupt nicht. Also habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und an sich spielt er eine ganz gute funky Rolle hier mit dieser Scheibe. Der hat, glaube ich, 2 oder 3 Platten nur gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Die ist aus dem Jahre 78 hier. Wie heißt die denn überhaupt? Since Before Our Time heißt das Ding. Und auch diese Scheibe von Warner Brothers. Na, ist eine gute funky Stuff-Platte. Also, zack. Ja, und langweilig hier, wie ich das hier durchziehe, geht's weiter mit T-Connection. Hatten wir jetzt, glaube ich, schon 3 Stück mittlerweile. Meine Jungs hier aus Spandau, wollte ich schon fast sagen. Scheiße, nicht aus Spandau, sondern aus den Bahamas von, wie heißt denn das Kraft da jetzt noch? Spandau, ich bin vielleicht ein bisschen doof. Sag mal, wie heißt denn das aus den Bahamas? Landau, irgendwas mit L. Komm ich wieder drauf. T-Connection Everything is Cool heißt das Ding. Das finde ich, ist die beste von T-Connection. Die sind ja schon so ein bisschen Disco-Era-mäßig da am Einsteigen gewesen. Das Ding hier ist aus dem Jahre Capitol Records, sehe ich nur gerade. Ja, ist jetzt für mich auch nicht ganz so schnell ersichtlich. Nassau, nicht Spandau. Nassau, Bahamas, ne? Wie gesagt, hier, zack, 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 weiß ich jetzt nicht, Alter weiß ich auch nicht. Irgendwann früher 70er, Ende 80, guck mal, Rückseite können wir mal schön die Jungs ein bisschen sehen, sehen cool aus. Ist eine geile Platte, machen wir mal hier oben hin. Zack, so sieht das gut aus, alles klar. Und einer, der, finde ich, auch relativ viel drauf hat und alle Stilrichtungen da irgendwie durchgelebt hat, ist natürlich Johnny Guitar Watson. Johnny Guitar Watson, eigentlich auch Blues-Gitarre gewesen, der hat so ein bisschen Soul gemacht, aber auch ziemlich geile Funky-Scheiben. Und I don't want to be alone, Ranger, gehört auf jeden Fall, finde ich persönlich, zu seinen coolen Funky-Scheiben. Der Typ ist einfach zu geil, hat wirklich immer wirklich super duper Musiker am Start und es kann man sich auch wirklich beruhigt jede Platte kaufen, hat auch immer schöne Poser Pictures hier auf seinen Covern drauf. Die gefallen mir auch. Die lassen wir mal hier. Und dann habe ich hier als nächste Platte Slave. Und Slave ist ja begründet worden von Floyd. So und so. Wie hießen die beiden denn nochmal? Weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Steht das hier irgendwie drauf? Nee. Slave habe ich glaube ich auch 2, 3 Scheiben von. Nee, komme ich jetzt nicht so ganz schnell drauf. Floyd Miller, genau, Floyd Miller war der Trombone-Spieler und der andere mit der Trumpet oder war es das Saxophon, weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Die haben Slave gegründet und auch Slave, gute Mischung aus funky Stuff, leicht angejazzt oder so. Und hier auf dieser Scheibe schon elektronisches Schlagzeug drauf, was natürlich auch von unserem Schlagzeuger Keith gespielt wird, aber eben halt mit elektronischem Sound. Das war so die Zeit eben halt, wo das in war. Sprich, müsste Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Das ist eine Scheibe, die heißt Make Believe. Ist durchaus okay. Kann man auch so irgendwie durchaus mitnehmen. Ne? Mal und ein so. Ja, und dann habe ich mal wieder meinen großen Freund Curtis Mayfield. Ne? Curtis Mayfield, wisst ihr ja selber, bin ich auch bekennender Fan von Scheibe selber.
but God, I say you can't survive. Never say to you can't survive, heißt das, glaube ich, das Ding. Never say you can't survive. Curtis Mayfield aus dem Jahre 77, natürlich wieder mal von Curtain Records. Hier schon ein bisschen souliger, letzten Endes. Mein Curtis hat ja einfach, ist eine super geile, funky Stimme. Und diese Scheibe selber ist ein bisschen souliger, aber nichtsdestotrotz haut sich einfach rein. Ist geil. Curtis Mayfield. Oh, noch eine geile Truppe, habe ich auch mehrere Platten von. Und zwar auch eine schöne Mischung zwischen Roots, Reggae, Dub und Funky Stuff. Black Seeds. Auch die Black Seeds, glaube ich, eine relativ große Truppe. 6, 7, 8, 9. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das so sind. In der Regel relativ viele auf jeden Fall. New York City. 1971 die Scheibe hier. The Main Integrant heißt das ganze Ding. Schöne, geile Platte und auch diese ist echt total klasse. Funky Stuff, finde ich. Also ich mag die unheimlich gerne. Ja. Brauche ich nicht viel zu sagen. Ich gehe mal davon aus, Black Seeds. Solltet ihr ja alle irgendwie auch kennen. Ja. So. Und dann habe ich hier John Handy Dandy Handy. Nee, Handy Dandy Man heißt das ganze Ding. Das ist diese hier. Und der John Handy ist ja auch ein wunderbarer Saxophonist und ist im Prinzip eigentlich auch heute, wenn ich das so weiß, noch zumindest im Jazz zu Hause. Also hat natürlich auch durch seine Zeit, er ist auch lange dabei, die Scheibe selber hier ist von 85, relativ viele funky Sachen gemacht. Auch diese Handy Dandy Man ist eine richtig geile funky Scheibe, finde ich. Natürlich große Jazz-Einflüsse und er ist im Prinzip im Jazz zu Hause, wie ich das vorhin sagte, und ist sehr beliebt und hat sehr, sehr viele Preise auch, glaube ich, gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt auf jeden Fall in L.A. den sogenannten John Handy Day, Memorial Day oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, in welchem Zusammenhang das alles so steht, aber das ist so und deswegen glaube ich einfach mal, ist ja auf jeden Fall in der Musikwelt doch ein großer Pionier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er derjenige war, der erstmalig die elektronischen Trompeten und so angewendet hat. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz genau. Bevor ich wieder irgendeinen Scheiß erzähle, ne? Handy Dandy Man von John Handy. Geile Scheibe. Und dann habe ich noch The Huge Corporation. The Huge Corporation. Das ist ja auch mehr so Disco-Zeugs. Die hatten ja den großen, großen Hit in den 70ern. Rock the Boat, Rock the Boat. Das war eigentlich voll der Disco-Scheiß. Zu der Zeit war es sehr toll, war es echt toll. Mir ist ein bisschen zu viel Disco irgendwie schon in der Richtung. Aber sie hatten großen Erfolg damit. So. Und das ist die Scheibe Accord Your Act. Auch die war damals in den Charts gut vertreten. Gehört aber noch zu den letzten Platten von The Huge Corporation aus dem Jahre 77. Ich glaube, wie gesagt, auch losging es da, aber irgendwie Anfang der 70er. Und dann die große Disco-Ära mitgemacht, natürlich so. Und dann waren sie auch wieder einfach verschwunden. Machen wir hier, okay? Ja, und dann habe ich noch hier zwei schöne Platten von meinen. Auch von einer Lieblingsband von mir, wo ich auch sehr viele Platten habe. Und zwar sind das die Crusaders. Und die Crusaders habe ich ja auch letztes Mal schon gehabt. Und da habe ich auch noch viele von. Da werden auch eine Menge noch von kommen, würde ich mal sagen. Ist ja auch wirklich eine wunderbare Band, die auch alle Stilrichtungen mitgemacht hat. Gehört natürlich auch eigentlich im Prinzip zu einer Jazz-Formation. Eine große Jazz-Formation von Styx Hooper oder Hopper. Mehr oder weniger mitgegründet, das war der Schlagzeuger der Crusaders. Dann gab es auch noch den berühmten Produzenten, wo ich natürlich jetzt auch nicht so genau weiß, wie der noch wieder hieß. Alles weg wieder gerade zur Zeit. Und also wie gesagt, die Plattenschaffenskraft ist sehr, sehr groß von den Crusaders. Und ich finde, die kann man auch alle durch die Bank wunderbar klasse hören. Das ist eine schöne frühe hier noch von dem Blue Thumb Label aus dem Jahre 1977. Die Scheibe heißt Free as the Wind. Die ist wirklich klasse. Die gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Free as the Wind. Und dann habe ich hier noch
Standing Tall von den Crusaders. Ne? Und diese, Standing Tall, ist auch besonders schön, auch vor allem, weil hier auch noch so kleine Gastmusiker mit drauf sind. Zum Beispiel nämlich der hier in der Mitte, der Mann, ich könnte mal gucken, den kennt ihr mit Sicherheit auch irgendwo her, nämlich Joe Cocker. Auch der hat damals mit den Crusaders schon zusammengearbeitet und hat ein bisschen mitgesungen und irgendwie sowas. Und dementsprechend ist es auch eine ziemlich klasse Platte. Die ist ein bisschen später, glaube ich, die ist von 1981, genau. Ne? Standing Tall von den Crusaders. Machen wir hier. Auch richtig geil. Und dann habe ich schon die letzte Platte. Yes, ich bin heute ganz, ganz schnell durch. Und das finde ich auch gut, weil es ist kacke warm hier gerade zur Zeit in meinem Zimmer. Ist hier in Hamburg echt warm. Ja, was soll ich sagen? Es kühlt irgendwie nicht so richtig ab. Es regnet ab und zu mal, aber das war es dann auch ganz kurz wieder. Und zwar ist das nochmal ein schönes Experience-Teil hier. Und zwar ist das The Black Motion Picture Experience. Und zwar von The Cecil Holm Soundful Sounds. Und der gute Mann hat nichts anderes gemacht, hat einfach große, große Hits. Selber nochmal so ein bisschen verspielt, wollte ich gerade sagen. Und hat zum Beispiel sowas geschrieben wie Superfly hier von Curtis Mayfield oder Shaft. Slaughter, Freddy's Dead und so hat er einfach auch nochmal selbst aufgenommen und mit geilen Trumpets und Saxophon mehr oder weniger die Gesangsstimme imitiert heißt das glaube ich, ne? Und hat daraus eigentlich eine recht gute, ja, auch so eine Blaxploitation-Geschichte nebenbei irgendwie durchgezogen. Und das kann man auch gut anmachen, das ganze Ding. Man erkennt sofort das Thema natürlich. Klingt auch alles ziemlich geil. Es fehlt einfach nur letztendlich die Gesangsstimme. Wie zum Beispiel im Fall von Shaft. Da ist Isaac Hayes einfach nicht zu hören. Ne? Oder von Superfly ist natürlich auch Curtis Mayfield nicht dabei. Ne? Geile Scheibe, letzten Endes. Ne? Auch ein geiles Cover. Ne? Wenn wir mal gucken, hier so, ist ein geiles Cover. Typisch Blaxploitation aus dem Jahre 73 Buddha Records Import aus Amerika. Schönes Teil. Freue mich auch immer wieder drüber. Kann man gut anmachen. Schauen wir nochmal hier hinstellen. So, zack. Und das war's für heute, liebe Leute. Ratzfatz habe ich das hier durchgezogen. Wie gesagt, das machen wir nächstes Mal wieder besser. Lasst euch gut gehen, liebe Leute. Hört schöne Musik, bitte. Und lasst es euch gut gehen. Hab ich jetzt nicht mehr. Ich merke, ich bin nicht. Bye, bye.